Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Revelations. Also ich habe mal geguckt, muss ich den Rechner mal neu starten. Also zumindest sieht es aber im Video nicht so oder nicht irgendwie schlimm aus. Nicht, dass es irgendwie ruckelt. Wie gesagt, gefühlte, oder was heißt gefühlte? Um die 3% sind wohl verloren gegangen. Aber ja, wie gesagt, das ist ja allgemein hier. Alles schwierig zu dekodieren bei der ganzen Dunkelheit. Werden auch sehr groß die Dateien und brauchen lange, um so umzuwandeln. Oh. Wir haben Fußabdrücke. Ich denke, das könnte eventuell was werden. Kriegen wir das unser Kraut nochmal zurück. Sehr schön. Graffiti im Lichtraum. Ah, im Dunkeln verlaufen bringt etwas Licht, die Sache. Gut. Dann machen wir das doch mal. Oh, shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. Kriegen wir hin? Ich würde sagen, wir folgen einfach mal den Fußspuren hier. So, langsam und vorsichtig. Wo geht's weiter hier? Den hat's aber auch schon. Oh, der war ziemlich. Nee, ist das eine Leiche? Nee. Dahin bitte. Geht's hier weiter? Okay. So, mir fehlen gerade, ne? Da die Fußabdrücke. Ah ja, hier geht's weiter, okay. Dachte gerade. Ah, das ist eine Sackgasse hier? Ah ne, hier geht's nur. Liebe Fußabdrücke, seid doch bitte etwas, eindeutiger. Haben sie ja zwei hingemacht? Weiß ja nicht. Na, wir versuchen es mal. Wie gesagt, die Bewertung habe ich mittlerweile komplett abgeschrieben. Fürs erste Mal selber spielen ist dann doch etwas zu krass. So, nehmen wir das nochmal mit. Oh shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. So. Hier weiter. Ja, gut, deswegen so einen Hinweiston noch geben würde, von wegen, ja, du bewegst jetzt doch ein bisschen zu weit weg. So, hierhin, dahin. Ah, nee, oder hier geht's zu weit, okay. Dann war das wirklich eine falsche Fährte. Heißt. Mal hin, bitte. Och, geh, jetzt sei doch mal nicht so ungenau. Beziehungsweise lass mir doch mal ein bisschen Geschwindigkeit hier.
Naja. Wie gesagt, so Sachen sind nicht für mich. Kriegen wir aber hin. Ich glaube, jetzt hatten wir es ja auch fast geschafft. Wir waren ja schon fast bei der Statue. Oh shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. So, hier rüber. Und da, wie gesagt, wenn man außerhalb hin oder wenn man sich zu weit rausbringt, einen kurzen Warnton, dann kann man wieder zurück und dann die Dinger weitersuchen oder gucken, wie irgendwann jetzt ja dann hier doch noch rumlaufen muss. Wäre wesentlich angenehmer. So, hierüber, genau, und dann ging es jetzt hier hin. Gut, so, warum denn nicht gleich so? Could be useful. Zumindest der letzte war ein sehr unnötiger Tod. Ah, warte mal, jetzt können wir das Glasauge ja austauschen. Dann nehmen wir das andere Auge mal mit. Von dem Vogel. Neue Gegner? Oh, netterweise nicht. Aber hier oben, natürlich. Ah, das war dumm. Das war dumm. Hätte ich leer geschossen sein lassen sollen. Wahrscheinlich wäre sogar besser, ne, da hinten hochgegangen wären. Könnt ihr da hinten jetzt runtergehen? So, wir gehen mal sicher, dass wir in Ducke. Ducken uns. Das Auge da reinpacken. This might work back at that retinal scanner. Genau, das war meine Idee. Ja, mein Gedanke. Stimmt weiter. Nee, geht's nicht, weil da zu ist. Dachte gerade. Cool. Neue Knarre. Ja, warum nicht? Scheint es auch eine Colt hier zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Können wir den Bauplan hier mitnehmen? Nö. Leider nicht. Könnten bei Lust und Laune nochmal zurückwechseln. Ah, da ist noch was. Cool. Und zwar Pistolenmunition, ja. Brauchen wir jetzt alles wieder. Ich hab's schon wieder vollgeladen. Ach stimmt, du hast das Auge.
So, dann sind wir genau wieder voll. Cool. Sonst war nichts Neues mehr hier, ne? Haben wir denn hier eigentlich noch irgendwas sonst mitzunehmen? Ich glaube ja auch nicht. Wir haben alles soweit mit erkundet. Leuchtet da was? Da ist noch was, guck mal. Schön, noch mehr Pistolenmunition. Sonst sehe ich also erstmal nichts mehr blinken. Na, wir können unten nochmal gucken. Na gut, dann können wir jetzt ja... ins Dings rein, in den anderen Raum. Haben wir alles soweit? Da haben wir alles soweit. Okidoki. So, hatten wir hier noch irgendwas? Ne, noch nichts zu verbessern da. In Ordnung. Muss das jetzt erstmal reichen. Guck mal, da ist doch noch was. Gut, noch mehr Pistolenmunition. Wohl, warte mal. Wenn ich mir das mal recht überlege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur die Pistole drin war. Muss doch noch irgendwas geben, dass wir hier noch weiterkommen, oder? Na gut, wir haben das Auge, ja. Das wäre dann tatsächlich mit dem Raum komplett optional. Moira, look, inside that corpse. Is that what I think it is? Ah, okay, sehr gut. What's this supposed to be? Looks like some kind of body part. There's a map here too. Gut, jetzt können wir auch die Karte mitnehmen. Here's where the waterways under the factory connect to the tower. But that asshole statue is blocking the way in. You know, the gods punished Prometheus by sending an eagle to eat his liver. So, now I know what this is supposed to be. Okay. Vielleicht müssen wir den Adler aber auch noch bekämpfen. Okay. Na gut, haben wir das soweit. Neil, where are you? Neil, what about the girl? Gut, schauen wir nochmal. Sicherheitshalber nochmal in Deckung. Hm.
So, es geht auf jeden Fall da auf, schon mal rein. Ist die Frage, will ich das? Ja, warum eigentlich nicht? Oder wir backen halt die Leber schon mal rein. Ah, wir brauchen noch ein Stück Leber. Then let's find it. Okay. So viel dann dazu. Oh gut, jetzt kommen wir immerhin da rein. Vielen Dank fürs Öffnen. Ah, it smells like cow shit. They must have kept animals in here. So, noch ein bisschen Schrotflinte. Ansonsten scheint hier aber, glaube ich, nichts Interessantes zu sein. Nö, das sieht nicht so aus. Hm. Na gut. Dann schauen wir doch mal. Voll noch eine Kiste. Noch was zu lesen. Wie sieht es bei dem mit der MP aus? Oh, die ist, glaube ich, sogar einigermaßen geladen. Gut. Na, guck mal. Tagebuch des Fabrikleiters 2. Meine Fabrik ist ruiniert. Ruiniert? Alles nur wegen ihr. Was zum Teufel sollen diese Fallen, die sie aufgestellt hat? Behauptet, sie wären für die Sicherheit. Solche Sicherheitsmaßnahmen habe ich noch nie gesehen. Was zum Geier soll daran sicher sein? Sie hat ein paar verdrehte Ideen in ihrem Kopf. Es muss an ihren Eltern liegen. Wer weiß, was für gräuliche Misshandlungen sie ausgesetzt war. Ich muss mein Temperament im Zaum halten. Ich bin viel zu weit gegangen, habe angefangen, sie anzuschreien. Da hat sie es mir aber gegeben. Sie hat die Versprechen rückgängig gemacht und jetzt schmeißt sie hier den Laden. Ich will sie nicht noch mehr auf die Palme treiben, also halte ich besser den Mund. Ich weiß, wo ich hingehöre, nämlich dahin, wo ich am Leben bleibe. Schließlich ist mein Leben jetzt das Einzige, was mir noch bleibt. Ja. Aber das Zeug doch mal kaputt. Kommt noch was, oder? Jo. Dankeschön. Dann nutzen wir doch mal unsere Partnerin ein wenig. Ja, von dem Zeug. Rubin, dankeschön. Sehr freundlich. So, aber dann ist es auch hier schon wieder an der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.